Soweit nun zu den Anweisungen in Java. Eine kurze Zusammenfassung dieser Unterrichtseinheit. Die imperative Programmierung ist dadurch charakterisiert, dass im Prinzip eine Menge an Anweisungen abgearbeitet werden, wobei diese Abarbeitung im Allgemeinen sequenziell erfolgt, es sei denn, über spezielle Kontrollstrukturen wird diese sequenzielle Abarbeitung aufgebrochen. Aber es werden immer Anweisungen nach Anweisungen ausgeführt. Und eine Anweisung ist dabei eine Vorschrift zur Verarbeitung von Daten bzw. Werten. Welche Anweisungstypen kennen wir nun oder haben wir kennengelernt? Die Deklarationsanweisungen zur Einführung von Variablen, die Zuweisungsanweisungen, um Variablen neue Werte zuweisen zu können, Prozeduraufrufe sind Anweisungen, das haben wir im Hamstermodell kennengelernt und das gilt auch für die Java-Programmierung, Anweisungssequenzen. Wenn Anweisungen in Anweisungssequenzen auftreten, werden sie der Reihe nach, so wie sie dort stehen, ausgeführt. Und es gibt Kontrollstrukturen wie die bedingten Anweisungen, if, switch, if, else und so weiter, Wiederholungsanweisungen, Schleifen, wo wir kennengelernt haben, while, do und for Schleifen. Und es gibt weitere Anweisungstypen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, die jetzt hier aber nicht aufgeführt werden. Das sind die wichtigen Anweisungstypen in Java.